Mein ganzes Leben Woche auf der Woche opfer ich eigentlich für den Sport, um einmal auf der grossen Bühne zu stehen, um einmal irgendwann als Profi mein Geld verdienen zu können. Und ja, alles hat angefangen mit 2,5 Jahren. Dort hat mich mein Papa zuerst mal auf die Eis mitgenommen. Vielleicht kurz zu meinen Eltern. Das sind immer sehr wichtige Teile gewesen in meinem Leben. Ohne die wäre es gar nie gegangen. Wäre ich gar nie so weit gekommen, wo ich jetzt schon bin. Sie haben nicht nur ich an meine Zeit geopfert, selbst sie haben ihre Zeit geopfert. Mama hat 16 Jahre jetzt mich überall umgefahren und ja, es war nicht immer einfach für sie wahrscheinlich. Die hätte lieber wahrscheinlich auch etwas anderes gemacht, als in dieser kalten Eishalle dort sitzen. Der Papa war halt einfach eine wichtige Rolle gewesen. Er hat halt einen fixen Job, er kann das nicht so viel machen oder hätte nicht so viel machen können wie ich mit Sachen umfahren. Aber er ist sicher eine sehr grosse Unterstützung. Wenn er einmal am Match gekommen ist oder kommt, rede eigentlich immer mit ihm nach dem Match drüber. Er ist jetzt auch nie der, der am Match auffällt und irgendwas wie laut hörst oder so. Du siehst ihn fast nicht, er ist immer abseits von den Leuten. Und ja, ich weiß schon, wenn ich ihn anschaue, ob ich gut spiele oder nicht. Und ja, aber er ist auch sehr eine wichtige Rolle für mich. Wie gesagt, Zocke ist mir ein bisschen in die Wege gleich gekommen. Der Papa hat früher einmal Hockey gespielt, bis 14. Nachher hatte er einen schweren Rückenunfall. Hat es aber nachher im Trainer-Business umgesetzt und ist dort, hätte Profi werden können. Hat aber dann den Vertrag abgelehnt und hat Hockey dann den Nagel gehängt. Bin ich auf die Welt gekommen und hat er mit mir angefangen. Und ja, von 2,5-jährig bis 5-jährig hat er, oder 5-6 hat er mich selber trainiert. Ich habe ein paar Abstecher mal in die GKB Hockeyschule gemacht, dort hat es mir aber gar nicht so gefallen. Leider jetzt nicht an der Hockeyschule selber, ich habe einfach am liebsten mit ihm selber trainiert. Und ich habe gewusst, oder ja, mir hat es bei ihm einfach am meisten gefallen und gewusst, dass es wahrscheinlich dort am meisten bringt. Und dann ist das weitergegangen mit 6, 7, als ich in die erste Klasse gekommen bin, bin ich dann zum HCD gewechselt. Dort habe ich dann alle Juniorenstufen durchgemacht bis zu den Novizen. Es war eine lässige Zeit dort oben. Wir haben sehr viel erlebt, viel Match, viel Training gehabt. Wir haben, als ich in der zweiten, dritten Klasse war, schon 4 bis 5 Mal Training gehabt. Und dann ist halt Training mehr gekommen, aber von Training zu Training ist auch der Wille mehr gekommen, dass ich einmal auf die grosse Bühne will und dass ich einmal Hockey-Profi werden will. Und nachher, wo es dann in die Oberstufe gegangen ist, bin ich dann in die Talentklasse davon gegangen. Dort haben wir einfach mehr Sport machen können als die anderen Klassen, wenn ich jetzt in eine normale Schule gegangen wäre. Dann ist das, haben wir dort, wie gesagt, gute Trainings gehabt. Nach, als ich wieder Novizen war, bin ich auf Chur gewechselt für eine Saison. Und nach dieser Saison habe ich gemerkt, ja, Chur hat jetzt nicht so gepasst. Dann bin ich auf Prättigau gegangen. Habe dort auch schon ein paar gekannt und gesagt, ja, ich komme doch auf Prättigau. Und dann habe ich mir das nach langem Überlegen gesagt, mal gehen wir. Und dann bin ich dort hergewechselt und seitdem bin ich eigentlich dort. Und ja, es ist ein super Team. Wie gesagt, wir haben immer riesen Spass, miteinander auf dem Eis zu stehen. Wir machen da auch viel neben dem Eis, gehen mal zusammen in den Ausgang oder so. Und ja, Teamgeist ist bei uns sehr groß geschrieben und das freut mich.
Und jeder hat dort, glaube ich, auch seinen Spass und weiß, dass er ein Teil der Mannschaft ist und das noch braucht. Und ja, nicht um uns aus können wir dort oben noch stehen. In der Tabellenspitze, wo wir jetzt sind. Und was auch cool ist in dem Match und halt überall, die geben immer 150%. Da ist nicht nur 100%, da will jeder immer gewinnen. Und ja. Ich bin der Lars Brecker und ich bin Werder Wien. Ciao miteinander. Μην έρχεις να κοιτάς συνεχώ το ρολόι. Κι αν δεν σας πως κάνουνε τώρα που ξέρουν πως μείνανε μόνοι. Μαγεύω όταν μπαίνω στο κήπεδο άπια στο σαν Βραζιλιάνος. Γιατί περιμένουν πάνω από το stories να κάνω την πρώτη πατάτα. Δεν γράφω για αυτούς και κανένα και όμως γαρτιώνονται σαν τα κοάλα. Όλη η ζωή τους μες. Κάνουν βόντες τα τσακάλια βράδυ ανεβαίνουν την.
Ciao. Hey, Nils! Nils! Wo bist du gestern, Anna? Also, habe ich wohl gut gefühlt. Hart war, 60 Minuten. Schaffhausen war nicht ein übermächtiger Gegner. Aber sie sind da für 60 Minuten gelaufen. Ich mag mich noch erinnern, ich bin dort in die Gänge reingekommen. So geschreien, gemacht und tun, die haben dann gepusht. Die haben. Wie kleine Affen. Aber die haben dann gepusht. Die haben dann aufgebaut, dass sie bereit sind. Lass mal bleiben. Und eben 60 Minuten Vollgas, nie aufgegeben, gespielt, Flügel relativ immer aussen kann, immer anspielbar gewesen, schnelle Umsetzung, Defense Offense sind gegangen. Hier unten passiert nichts. Wenn wir hier an der blauen Linie einen Fehler haben,
können wir in die Konter rein. Kennen wir auch. Dass man aus dem Vorbereich geht,
Wir spielen das nicht schlecht. 5x1 gegen 1 im Rippen, das passt. Thank you.
Nino, meine Eltern waren im Leben eine riesige Motivation und Stütze. Sondern es gibt auch besonders eine Person, die ich immer gerne aufgeschaut habe. Und das ist der Cristiano Ronaldo. Da haben wir da ein Liebling von ihm gekauft, das er mal getragen hat. Und ja, ich habe einfach immer zu ihm aufgeschaut, schon seit das kleine Bub, wo er noch die erste Station hatte, wo er bei Manchester noch war. Ist mir da aufgefallen, wie er trippelt und durch alle Türen geht. Und dann habe ich ihn halt mit den Jahren weiter verfolgt und ist mir einfach aufgefallen, der hat so eine unglaubliche Willenskraft und der erreicht alles mit harter Arbeit und ja, er will unbedingt der Beste sein und das ist einfach bei mir auch immer so, ich will unbedingt der Beste sein und ich will unbedingt das Beste rausholen aus den Leuten oder aus mir selber und ja, das ist einfach so, wo mir dann mit der Zeit immer mehr gekommen ist und denkt haben, mol, das ist jetzt wirklich ein Vorbild, der ist, ja, der bedeutet mir jetzt wirklich alles. Ich schaue auch fast jeden Match von ihm und ich finde das sensationell, wie er das macht, wie er das Leben geht. Und ja, hoffe, ich kann das Leben auch mal so geniessen wie er.